Hallo. Hallo. Hey, das ist aber schief. Immer noch. Ist egal. Schiefes Modern. Hi. Ah, ja, da hat doch tatsächlich gestern einer was unter ein Video geschrieben von den Giftködern, was wir gemacht haben, wo sie die Hunde da vergiften, ne? Was hat er drunter geschrieben? Hast Dann du halt deine, wie hat der deine geschrieben? Köter im Zaun? Dann passiert sowas auch nicht oder so ähnlich. Oder so. So ähnlich Wir war haben ja gar keinen Hund. Aber trotzdem. das. Wie kann einer sowas schreiben? Der Eine Zinnbekloppte, Kö. wa? Also richtig. So richtig Hasser, ne? Ja, Ja, und eklig. einer hat geschrieben unter dem Bild, da warst du noch dicker. Ja, das weiß ich selber. Wie das denn klappen würde mit so einem fetten Kerl im Bett. Gar nicht. Wenn der auf mir liegen würde, dann. Also, Ja, manche sind echt unverschämt, ne? wer würde sich Gedanken drüber machen? Naja, ist aber nicht schlimm. Ist Nein, egal. aber es ist ja Rang und Stand, das hätte derjenige noch nicht mitgekriegt. Nee, der lebt ja noch hinter dem Mond. Ja. Die haben sie heute Morgen gesagt, sie wollen Dackelzucht verbieten, weil die zu klein sind, zu kurze Beine haben und zu lang werden. Ach, das ist ja schon, das ist ja, also. Das ist ja schon bestimmt 40 Jahre so. Oder 30, dass die so lang Alles für den sind. Dackel, alles für den Club, unser Leben für den Hund. Meine Tante, die hat doch mal so einen Dackel. Einen rauer War Dackel. klar, dass du natürlich für deine Nee, Story. ein Ach, Mäxchen. Elke. Oh Ja, nein. du hast eine Charlie als Fohlen und ein Mäxchen hier Max oben. hieß der. Rauer Dackel. Ist War klar. damals so klein. Und da hat die gesagt, der wird nicht viel größer. Das ist ein Mini-Dackel. Ja, der Max, der wurde immer länger, ne? Ja, und dann kriegte der Dackellähmung. Dann Morty mit dem, ach, da war der vielleicht 5. Da Morty Moins mit dem spazieren. Jetzt hat er ja hinten die Beine gelähmt, da hat die mit meinem Handtuch drum gewickelt. Und die Beine? Die hingen in der Luft, ja. Und dann lief der nur vorne. Was soll der denn mal machen? Es gibt kein Thema, was Ja. ich anschlage, wo du sagst, das habe ich aber noch nie gehört. Das war aber früher schon die Probleme mit der Wirbelsäule und Dackellähmung und so. Ich weiß das. Also dürfen wir uns keinen Dackel mehr zulegen, oder Ich was? will doch ja kein Dackel. Ich bin Du selber ein bist Dackel. ja selber Du nur hast doch einen so Dackel. groß. Du hast doch einen Ja, Dackel. du bist ja genauso groß wie eine Dackel. Ja, pass auf, dass ich keine Lähmung kriege. Du Dann kriegst tue ich gleich nämlich nichts mehr. von mir eine Lähmung. Heute Abend kommt Aktenzeichen XY. Woher weißt du das? Habe ich gerade Radio gesagt. Haben die das gesagt? Da geht es um einen Fall von Fuß. Ja, wo, ich glaube in Wesseling oder wo das war, wo der junge Mann mit dem tot gefahren worden ist mit dem BMW. Aber es gibt kein Und ein Thema. Fall von 1987, Ja. da haben sie einem, der war wohl ein Stricher, haben sie gesagt, das war ein Stricher, ein Ja. junger Mann, und dem haben sie damals den Schädel eingeschlagen. Der lebt zwar noch, aber der ist jetzt schwerst behindert. Ja, bin ich So. mal cool. Aktenzeichen XY finde ich immer gut, Hör ich gucke ich auch. gerne. Mit Peter Lidetzky, Konrad Ja, Döns das ist immer und Eduard Zimmermann. aufregend. Konrad Döns aus der Was Schweiz die und der Wetter alt Peter passiert. Lidetzky. Ja, also ich muss mal was sagen, wir haben ja echt schon viele Pakete gekriegt, ne, und viele leckere Sachen und auch total tolle Sachen. Aber diesmal muss ich sagen, bin ich echt nicht geschockt, sondern ich sage einfach mal den Namen. Das ist eine Heidi, die hat uns ein Paket geschickt und die hat viele leckere Sachen dabei getan. Aber ich finde was ganz Besonderes und das findet man nicht mal eben so im Geschäft oder so zu kaufen, sondern Also ich habe noch nichts gesehen. das ist einfach eine Wertschätzung für die Elke. Und zwar Mich? ist das hier. Oh, Dwayne Rock Dwayne Rock Johnson. Ist das geil? Heidi, wenn du das Video siehst, sag mal, also Johnson. Das ist ja geil. mich hast du total geflasht damit. Oh, ist der Ich sag süß. zu Elke, sag ich, du hast ein Geschenk gekriegt, da hat sich einer so Gedanken gemacht und ist nicht zum Rewe gegangen und hat das gekauft, sondern das musst du schon suchen. Also sowas findest du ja nicht irgendwo im Sag ich Geschäft. mal, Das ist für dich. das ist ja der Hammer, ey. Dwayne Rock Johnson. Du hast der Figur. Das ist ja Kann ich gerade dir mal geil. zeigen von vorne. Ja, zeig mal richtig, du hast längere Arme. Dwayne Rock Johnson. Und noch eine tolle Tasse dabei. Eine Stressless-Tasse. Nee, eine Anti-Stress-Tasse Der für dich. gefällt mir ja, der Mann. Vielleicht wächst der noch.
Muss sie gießen. Kann man den lebendig machen? Nee, den musst du. Hallo? Vielleicht muss ich den mal küssen. Nein, du musst den gießen. Und dann wird der groß. Ja, dann wird der groß, ja, genau, klar. Ja, da freue ich mich ja. Also Heidi, super. Vielen, vielen Dank. Also, total geil. Schöne Tasse. Ja, werde ich mal wohl meinen ersten Kaffee draus trinken. Okay. Oder die Elke. Und was noch? Da ist ja noch mehr drin. Ja, komm, das ist für dich. Alles Süßigkeit. Ach du lieber Gott. Ach du lieber Gott. Was ist das denn? Ein Osterhas. Oh. Ach, der ist aber in Bruch gegangen. Also ja, den isst du doch sowieso. Ja. Okay. Der sieht aber lecker aus. Ja, da war... Aha. Du hast das Paket aber schon durchforstet. Das ist ein halbes Ei hier. Da hat er schon reingebissen. Ich habe mir nur ein Stückchen abgemacht. Deswegen soll ich das aber nicht wissen. Deswegen lag es doch gerade auf der Couch und ihr wart schlecht. Jetzt weiß ich wovon. Ach, wie schön. Nee. Mein Gott, das ist doch viel zu viel, Heidi. Das ist ja Wahnsinn. Ich weiß, wie verfressen du bist. Ja. Und dann noch Eierlikör-Eier. Lecker. Also die von Fohlwoche, das Päckchen, da habe ich mich dran gelarvt. Das ist, da ist schon eine Menge. Was war das denn jetzt für ein Satz? Ja, sagt man doch so. Was? Larven. Wie Larven? Was sagt man das denn? Ich kenne das Wort nicht eigentlich. Ist egal. Ja? Larven. Da habe ich mich dran gelarvt. Ja, kann ja, dann war ich am Montag Auto. Was wollte ich gerade noch sagen? Da steige ich eben in mein Auto ein. Das ist nicht mehr schwarz, da ist das gelb. Den habe ich am Montag gewienert, wie eine Bekloppte. Ja. Und jetzt? Sahara-Staub. Eh. Haben sie ja gesagt. Chucky. Haben sie gesagt. Tja, das ist halt so. Kommt jetzt am Wochenende noch mehr. Jetzt gehe ich auch vorläufig nicht mehr, was ich schon sage. Das ist ja rausgeschmissenes Geld und Arbeit. Ja, aber muss man ja zwischendurch mal. Naja. Okay, Leute. Ja. Ja, morgen noch einen Tag arbeiten, dann haben wir 4 Tage frei. Ich habe 5 Tage frei. Du hast 5 Tage frei, ich 4. Und dann würde ich sagen, melden wir uns morgen mal. Ja. Und nochmal, Heidi, also echt top. Also. Den nehme ich schon mit dem Bett. Den lege ich zwischen uns. Nee, dann schlafe ich auf der Couch. Dann kannst du dich mit dem. Wie heiße? So Rainbow Johnson. Kannst du dich damit beglügen? Ach, nee. Dass es dem nicht kalt ist, der hätte ja nur einen Oberputz an. und sexy Stiefel, ey. Das ist nicht was Outfit, Schatz. So musst du mal hier rumlaufen. Die machen mich wahnsinnig. Ziehst Stiefel an heute Abend und eine Unterhose. Aber ich sehe jetzt so aus wie der. Ist egal. Ist egal? Aber fast. Ja, fast. Ja, ungefähr kommt dazu hin. Okay. Macht es gut. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.